Hallöchen und willkommen zurück bei einer neuen Episode von Apotheon. Und wir haben in der letzten Folge Zeus endlich mal platt gemacht und haben dafür seinen schönen Blitzer bekommen. Hui! So, Frage ist, was zur Hölle machen wir jetzt mit Hera? Ich meine, ich würde sie zwar wahnsinnig gerne hier bis in alle Ewigkeit hängen lassen, aber ja, bei Göttern weiß man halt nie so recht, ob sie die irgendwann mal befreien. Deswegen glaube ich, bekommt sie von mir mal einen Blitz in die Fresse. Nämlich genauso. Oh. Oh Mann, einfach mal so in der Hälfte geteilt. Das geht auch. So, wir müssen jetzt aber mal. Weil ich hole mir hier noch ein paar HP, wobei ich genug habe, auch egal. Aber wir müssen wieder zurück in unsere Heimatstadt. Um da mal das ganze Chaos zu bereinigen, welches Zeus mit seinem bescheuerten Plan hinterlassen hat. Ja, glaubst du echt, du hast jetzt noch irgendwie eine Chance gegen mich? Hoho, diese Blitze sind wunderbar. Wenn ich den treffen würde. Wieso hatte ich die nicht schon vorher? Schade. Trotzdem bescheuert irgendwie, dass ich jetzt kein Schild mehr habe. Das ist mal nicht so mega geil. Ach ja, komm. So. Aber trotzdem, die Teile machen am einen nur mega Schaden. Ich habe keine Ahnung, wo es hier nach unten geht. Eilige Scheiße. Bin ich hier irgendwie jetzt komplett falsch? What? Hier kann ich zumindest mal nach unten. Holy moly! Nein, 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 nein. Hey, der lebt noch. Was soll denn das? Hör auf! So, feini, feini. Nein, 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 nein. Ach, komm. Was gibt's hier noch? Schönes. Ja, gut, Wurfäxte brauche ich jetzt aber nicht mehr wirklich. Gut, ich brauche eigentlich im Prinzip gar keine Waffen mehr. Ich meine, ich habe die beschissenen Blitze von Zeus. Also ich weiß nicht, was zur Hölle ich noch mehr brauchen würde. Kann ich mich hier fallen lassen? Ich glaube schon. Ja, sieht safe aus. Holy shit, da geht's weit nach unten. Ich springe einfach mal. Oh, Gott sei Dank war ich in der Plattform. Ei. Ach komm, Dickerchen. Das bringt doch alles mal gar nichts, was ihr hier vorhabt, hä? Ihr könnt mich nicht mehr aufhalten. Oh, nein, nein, nein. Au, au. Okay, ich habe überlebt. Gut. Weil es mal nicht so geplant war. Nein. Na, wie weit unten bin ich denn jetzt? Okay, das war. Naja, es hat funktioniert, sagen wir mal so. Soll mich jetzt nicht weiterhin stören. So, hier nach unten? Nee, sieht irgendwie nicht so sicher aus. Klappe, weg mit dir. Hopp, hopp, hopp. Hopp. Hier entlang, glaube ich mal. Ja, gut, hier kann ich nach unten. Na, jetzt hat er mich getroffen. Okay. Vögel. Okay. Ich glaube, die werden mich nicht angreifen. Wer hat denn jetzt geschossen? Hat die irgendwie auf mich geschossen? Egal. Wird mal knallhart ignoriert. Ich glaube, irgendwie laufe ich falsch, oder? Ja, hier bin ich ja total falsch. Hier geht's wieder in die Akropolis. Okay. bin ich richtig? Ja, ich bin richtig. Bin nur ein bisschen verwirrt gerade. Und hier könnte ich wieder in die Agora zurück. Jetzt geht's ja eigentlich. Hier sollte ich. Ja, hier bin ich. Jetzt bin ich ganz unten angekommen. Jaha, zurück geht's. Okay. Nur wie kann ich den ganzen Kram jetzt rückgängig machen, sodass meine Stadt auch wieder steht? Hui! Ach, ich mag die Blitze. Hopp, hopp, hopp. Wo muss ich überhaupt hin? Es wird mir nichts angezeigt. Egal. Wir laufen einfach mal. Es muss ja hier irgendwie was zum Erledigen geben. Holy moly!
Crush the giants of the Gigantomachy and cage the monstrous Typhon. I will not be undone by something so lowly as you. Tja, Zeus. Da guckst du, hä? Au! Au, ich treffe den Typen nicht. Oh, ich kann blocken auch. Okay. Das bringt mir aber auch nicht viel. Heilige Scheiße. Der Typ macht mich total platt gerade. Und ich treffe ihn nicht. Hat er mich jetzt getroffen? Ja, er hat mich getroffen. Aber das war mein Stich. Scheiße, ey. Der Typ ist einfach schneller mit seiner beschissenen Waffe als ich. Fuck, ich glaube, ich gehe drauf. Das läuft nicht gut. Shit, ey. Zeus macht mich platt. Zeus macht mich total platt. Meine Fresse, ey. Es ist gar nicht mal so easy. Ich muss wirklich mal mehr in die richtige Richtung blocken. Das ist hier die Sache. Oh, das war noch ein Treffer. Und noch einer. Sehr schön. Okay, solange ich ein bisschen auf Distanz bleibe, geht das ja mal voll klar. Au. Jetzt. Ah, shit. Oh, das war mein Treffer. Das war mein Treffer. Voll in die Nüsse. Ah, shit. Jetzt aber ein schneller Schlag. Oh, kommt schon, Zeus. Der lässt mich aber auch nicht weg von hier. Hm? Ja, sehr schön. Komm schon, da setzen wir gleich noch einen nach. Na, komm her. Komm, 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 mein Freundchen. Ja, haha. Da kannst du mir noch so sehr deinen Schwengel entgegenschwingen. Das bringt dir alles gar nichts. Oh, ja. Komm schon, ein Treffer noch. Den hole ich mir jetzt. Ah, fuck, voll gegen so ein Schild. Aber jetzt. Hua. Und da löst er sich einfach mal in Luft auf. So ein Sack. So, ich hoffe, das war jetzt mal mit den Göttern, ey. Oh, ich kann weitergehen. Ich gehe einfach mal zurück. Kann ich nicht. Schade. Was mache ich jetzt? Ich bin jetzt ein einsamer Riese, der die Welt durchstreift. Tja, auch ein schönes Leben. Hm. Ja, zumindest gibt es noch Vögel, also Leben besteht wohl noch. Nur halt keine Menschen mehr. Was für mich dann eventuell ein bisschen langweilig werden könnte. Außer ich lerne natürlich, mich mit Hasen und anderen Tieren zu unterhalten. Was ja, ich habe jetzt eine Ewigkeit Zeit, da könnte ich sowas lernen. Kann nicht so schwer sein. Ja, ich drücke X. Na, jetzt geht's. Oder wir bauen uns einfach neue Menschen. Ist auch ein Plan. Und es sieht mir so aus, als ob das das Ende wäre. Alles klar. Gut, war es vielleicht ein bisschen eine kurze letzte Folge, aber... Naja, es ging sich rein plantechnisch nicht anders aus. Aber egal. Ja, aber war ein nettes Spiel, muss man sagen. Ich meine, hatte ein paar Macken. Ich meine, zum Beispiel das Kampfsystem ging eigentlich klar, war aber ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss man sagen. Und auch was mich schon sehr genervt hat an dem Spiel, war, dass die Sachen so verdammt schnell kaputt gingen. Also meine Waffen und Schilde jetzt insbesondere. Gut, das sind die einzigen beiden Dinge, die kaputt gehen können, aber egal. Aber das war irgendwie viel zu schnell. Die hätten ein bisschen länger halten können oder zumindest irgendwas
einbauen, womit ich die auch reparieren kann. Ich meine, es gab zwar die Repair-Kits, wo ich am Anfang dachte, damit kann ich meine Waffen und Schilde reparieren, aber nee, die gaben mir eine Rüstung wieder zurück und ja. Naja. Gut, ich habe sowieso auch irgendwie... Denn ich habe auch mal in die Achievement-Liste geguckt und es hätte noch einiges mehr gegeben, was man hier entdecken hätte können, was versteckte Räume und sowas angeht. Da wäre doch mehr gegangen, also Inhalt ist hier gesorgt. Für haufenweise Inhalt ist hier gesorgt. Für die... was hat's gekostet? 15 Euro? Sowas in die Richtung. Und ja, wie man hier schon sieht, für PlayStation 4 und für Steam ist das Ganze erhältlich. Also wer auf 2D Metroidvania steht... Ja, kann sich's gerne holen. Insbesondere der Grafikstil, den fand ich mal besonders schick, muss ich sagen. Hatte ich vorher so in dieser Art und Weise jetzt noch nicht gesehen. So wie so... Ja, so alte griechische Malereien. Das sah schon nice aus. Und ja, wir sind wieder im Menü. Game complete. Was Gigantomachy Local Arena unlockt? Olympian Difficulty unlockt? Was ist denn die Gigantomachy Local Arena? What? Was ist denn die Arena? Wie komme ich denn da hin? Na, lokal. Ah, da kann man gegeneinander kämpfen. Happens normal. Aha. Okay, das ist aber cool. Frage mich nur gerade. Ach so, das gab es am Anfang auch schon, nur die Map ist jetzt neu dazugekommen. Alles klar. Nur geht das auch gegen Bots oder... Controller are not connected. Okay, nein, dazu bräuchte ich einen zweiten Controller. Na gut, dann mache ich meinen Kollegen hier einfach mal so platt. Wird ein einfacher Sieg. Juhu, ich habe gewonnen. Yay, danke, danke, danke. Danke, danke. Okay, das geht jetzt. Okay, wer zuerst 5 Kills hat. Alles klar, na gut. Na gut. Exit current game. Nein, ich will ehrlich gesagt nicht komplett aussteigen. Sonst haut er mich auf den Desktop, schätze ich jetzt mal. Das will ich nicht. Aber egal. Gut, zu meinem schlussendlichen Fazit. Währenddessen ich hier meinen Kollegen nochmal platt mache. So, komm her. Papp, papp, papp. Sehr schön. Okay, schlussendliches Fazit. Nettes Spielchen, muss man sagen. Für den Preis geht's vollkommen klar. Kann man sich gerne holen. Wenn auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber sonst. Ganz gut. Und dann sage ich halt als abschließende Worte einmal für diese Episode. Vielen Dank an alle, die zugesehen haben. Und ja, wen es gefallen hat, ein Däumchen nach oben oder vielleicht sogar ein Abo. Kann ja nicht schaden, kostet ja immerhin nichts. Und ich freue mich darüber. Und ja, bis zum nächsten Mal sage ich dann Tschüss, auf Wiedersehen und man sieht sich. Na, komm. So, jetzt kann ich Schluss machen. Macht's gut.